Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mad Games Tycoon, wo wir immer noch legendär dran sind, unterzugehen. Wobei der Untergang, der sollte jetzt eigentlich nicht mehr unsere primäre Sorge sein. Es sieht gut aus. 15 Millionen auf dem Konto. Wir haben ein paar Engines auf dem Markt. Also, ich glaube, wir können uns da echt nicht beklagen. So, weiter geht's. Wir rotzen trotzdem noch Aufträge durch. So ist es ja nicht. Und wir gehen nicht an die Convention. Was ich mal gucken wollte bei unseren Engines, wir haben Wies im Aufbau, Shooter und Simulation. Das reicht mir vorerst. Damit decken wir wohl die wichtigsten Märkte ab. Besonders mit der stark umkämpften Ego-Shooter-Markt. Ah, Wesim geht raus. Sehr schön. Und wir gucken mal, was wir für die Zweitvermarktung so hätten. Von 2011, von 2008, Black Hole könnten wir doch eigentlich nochmal in Zweitvermarktung bringen. Geht in der Woche raus, einfach nur das Spiel selber. Wir produzieren hier nochmal 50.000 Stück nach, 70.000 sollten wir eigentlich schon loswerden. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Ja, und der Abverkauf startet mit knapp 1900 Stück pro Woche. Das, ja, sollte sich ausgehen, dass wir da wirklich relativ alles wegbekommen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ja, und unsere Wiesi-Menschen geht schon wieder raus. Das ist unglaublich, die läuft echt gut, hätte ich nicht gedacht. Das haben wir natürlich nicht Nein dazu, also so ist es ja nicht. So, Auftrag durchgepresst. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, und wir müssen jetzt wirklich gucken, dass ein bisschen was geht. Na, wir haben 4 Angestellte, beziehungsweise 3 Angestellte, die monatliche Kosten verursachen. Wir haben eine Presse, die monatliche Kosten verursacht. Wir haben eine Garage, die monatliche Kosten verursacht, wobei das jetzt hier so der kleinste Teil ist mit den 150 Dollar. Genau, Dollar waren das ja. Wir schauen mal, was wir hier so immobilientechnisch bekommen würden. Ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh, um jetzt hier in ein anderes Gebäude umzuziehen. Und da warten wir jetzt also lieber noch ein wenig. Simulations-Engine endlich mal. Oh, mit der Visim-Engine wurde Mega Girl 2 von Siran Games auf den Markt gebracht. Und da bekommen wir knapp 500.000. Besser als nichts. Ich glaube, wir bringen da noch eine. Oh, du bleibst hier. Eine Rollenspiel-Engine auf den Markt. Na, da gehen die Skills auch langsam rauf. Na, 320.000 für Chinatown von Pandai. Auch auf der Visim-Engine basierend. Okay, passt mit den Skills, sieht auch nicht schlecht aus. ...45, 36, 64, 62. Ne, das passt eigentlich so. Das passt eigentlich so, der soll hier forschen, das ist schon gut. Mit den Zweien kann ich dann schön die Aufträge durchrotzen. Und hier, wir haben noch 25.000 auf Lager
verkaufen immer noch über 1500 Stück die Woche. Ich denke mal, das sollte aber passen. Hier müssten wir wahrscheinlich nichts mehr nachproduzieren. Hoffe ich mal. So, wir schauen mal, was wir dann noch für eine Engine rausbringen. Echtzeitstrategie. Ah, wisst ihr was? Jetzt kommt erstmal. Ah, nee, nicht neue Engine entwickeln. Optimiert für. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Wir haben Aufbau, Ego-Shooter, Visim und Simulation. Okay. Aufbau haben wir also schon. Ah, Rollenspiel. Genau. Rollenspiel wollte ich ja. ASI. RPG. Version 6. Zu 0%, also zu 0 Dollar und 50% Gewinnbeteiligung, so war das eigentlich gemeint. Alle Features rein, 2,07 Millionen, 41 Features, hau raus das Zeug. Ja, und jetzt sind wir knapp unter 1500, haben noch 16.500 auf Lager. Das könnte eventuell sogar reichen. 850.000 für Normal von Siga mit der Simulationsengine. Ja, jetzt. Ah, das reicht. Das reicht. Aua. Jetzt geht es nämlich nochmal schnell ein Stück rauf. Etwas runter. Nochmal etwas rauf. Mal etwas runter und jetzt gehen die Verkäufe langsam in den Keller. Aber das reicht, da müssen wir nichts nachproduzieren. So, was haben wir denn da? Galactic Trans 2. 3 Sterne. Kostet uns 570.000, Gewinnanteil 30%. Da muss ich leider absagen. Was heißt leider? Jeden Mist produzieren wir nicht, nur dass wir was produziert haben. So, also ich gucke jetzt mal hier bei den Themen. Können wir hier schon nochmal ein, zwei Themen erforschen, damit wir dann später wirklich anfangen können, hier auch schön ein bisschen Spiele zu programmieren. Ja, was für ein Thema interessiert mich denn hier noch? Na, Wirtschaft könnten wir mal nehmen. So, und gleich ist es weg. Wir haben nochmal knapp 400.000 damit eingenommen. Passt schon. Nochmal 70.000 losgeworden. Und ist ja gar nicht mehr so viel, was da übrig geblieben ist. Ja, 1680 Stück, die verkaufen wir jetzt mal. Gibt nochmal 2.500 Dollar. Ja, passt doch. So, dann schauen wir mal. Haben wir jetzt mal das von Mikio Pros raus. Die, unsere RPG Engine, die ist auch schon auf einem sehr guten Weg. So. Press raus das Ding, dann kommt hier. Ah, nein, na doch, das sollte reichen, 9 Wochen für 124.000.
Das sollte locker reichen. So. Wir erforschen mal Sonstiges. Hier schon mal die Spielgrößen. Ah! Asteroids 3 für 192.549% Gewinnanteil. Ist ein 4-Sterne-Spiel. Da schlagen wir doch zu. Kommt raus in 24 Wochen. Hauen wir raus für 49. Geben, na doch, eine Schwarz-Weiß-Anleitung geben wir mit dazu. Oh, 76. Grafik ist ein bisschen mies mit 66%. Sound und Steuerung relativ gut. Ja, da können wir dann mit Patches und mit Updates ein bisschen nachlegen, das passt schon. Jetzt können wir auch Nachfolger entwickeln. Und wir können jetzt für 4 Plattformen parallel programmieren. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und das wird ein Spiel sein, wo wir die Updates relativ zügig rausballern können. Das heißt, wenn hier die Engine fertig ist, ist auf 96%, dann haben wir gleich mal die Updates raus. Ich hoffe jetzt mal, es hat nicht zu viele Bugs im Spiel. Aber wir werden es gleich sehen. 156, was geht jetzt so? Hat auch schon mal Spiele mit weniger, aber auch schon mal welche mit mehr. Bermuda, nein, publishen wir nicht. Ah, schon runter auf 120 Bucks. Und gleich sind wir unter 100. Ja, das ist doch gut. Und dann hier halt am Schluss mit dem Patch noch die ganzen übrigen Bucks raushauen. Wie gehabt, ne? So, noch zwei Updates. Ich denke mal, da sollten wir schon noch so auf 35, 40 Bucks runterkommen. Letztes Update. Ah ja, 34 dann noch, das ist gut. Die haben wir auch schnell rausgepatcht. Immer noch 14 Wochen, bis das Spiel rauskommt. Das heißt, wir bringen ein bugfreies Spiel raus, das komplett upgedatet ist. So soll es sein. Also, dann produzieren wir mal das Spiel. 250.000 bei einem 4-Sterne-Titel sollte eigentlich drin sein. Und wir haben das Spiel des Jahres. Aha, jetzt haben wir das Supportgebäude oder den Supportraum freigeschaltet. Das bedeutet dann wohl, es wird jetzt früher oder später wirklich so weit sein, dass wir umziehen müssen. So, wir erforschen hier weitere Spielergrößen. Patches sind alle raus, Bugs sind weg. Kümmern wir uns mal um Sprachupdates. Englisch, Deutsch, Russisch und Schwedisch haben wir bereits. Dann machen wir noch Französisch, Spanisch und hier so Japanisch. Ich hoffe jetzt mal, wir bringen das Sprachupdate auch noch raus, bevor das Spiel rauskommt. Das könnte eine knappe Sache werden. Pressen wir jetzt mal den Ibusoft-Auftrag durch.
Ja, 2 Wochen 80%, ne, das wird wohl knapp nicht reichen. Macht aber gar nichts. Ah, hat gereicht. Dann nehme ich doch gleich nochmal mit einem Sprachpaket nach und entwickeln jetzt auch für Italienisch, Japanisch und Koreanisch. Dann haben wir hier alle Sprachen mit drin. Alle Sprachen. Und da geht der Abverkauf ja schon gut los. Mit gut 8.500. Ich denke mal, die 250.000 gedruckter, gepresster Exemplare, die werden wir wohl wirklich loswerden. Und da es ja Spiel des Jahres ist, werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen was nachpressen müssen, aber passt schon. Und nach 5 oder 6 Wochen war das, wo wir in die Gewinnzone gerutscht sind, also jau, jau, jau. Es dürfte noch ein bisschen raufgehen auf 8,4 knapp. Ja. Das war ein Publishing-Vertrag. Auftrag, der hat sich gelohnt. So, hier mal schnell Aufträge runterrotzen. Na, ein bisschen Bugs entfernen. Ist nie verkehrt. Hier nochmal 100.000 Stück pressen. Für Katari. An der Messe nehmen wir nicht teil. Messe wird für uns dann interessant, wenn wir Support haben. Weil Messe generiert auch immer Fans. Fans wollen betreut werden. Ah, Rollercoaster Giant 3 von Mikeo Pros. 719.000 mit der Visi Mansion. Und hier sind wir schon auf 2,3 Millionen Gewinn. 2,5. Wir setzen hier immer noch massig was ab. Komm, mach hier. Wir müssen noch was pressen. Spiel produzieren Asteroids 3. 100.000. Ja, haben wir nochmal 100.000 raus. So, was fehlt denn den lieben Leutchen hier? Sie frieren. Och, die armen, armen Kinderchen frieren. Hm. Ich hoffe jetzt mal, das zählt auch, wenn ich hier Heizungen hinmache. Ja. Scheint so. Gut, gut, gut. So, das dürfte so jetzt reichen. Ja, und schon bei 219.000 verkauften Einheiten. Ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. So, und was haben wir denn hier? 108 Pressungen in, also 108.000 Pressungen in 4 Wochen. Das müsste eigentlich passen. Komm, 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 komm. Das schaffst du. Ja. Knapp, aber geschafft. 9 Wochen für 154.000. Müsste sich eigentlich auch ausgehen. Och, und du Scheiße. Uns gehen die Spiele langsam aus. Naja, sollte noch reichen, bis wir hier die Auftragspressung durchhaben. Oh, und dann Street Combat 2 für 211.000 mit 38 Gewinn. 40 Realms, 3 Sterne Spiel. Das könnten wir eigentlich. Aber wisst ihr was? Wir hauen es raus. Aber ohne Anleitung. Das hat viele Bugs, hat aber gute Grafik, guten Sound.
relativ gute Spielsteuerung. Für PC, für Nintendo 3SD, für Minisoft Y-Box 720 und für Beam Machine. Okay, das werden aber natürlich die Steam Machine, ne? Die Xbox, der Nintendo 3DS, ja, und hat der PC. Steambox, jo, why not? Gut. Dann fangen wir mal an, hier Updates rauszuknallen. Ah, 214 Bucks. Geht. Könnte schlimmer sein. Wobei, hier geht es jetzt auch langsam in den Abverkauf. Die letzten Züge des Verkaufs, da warten wir mal noch mit Pressen. Weil eventuell reichen die, die wir haben, gerade noch aus. Die Universe 4, das nehmen wir nachher natürlich auch. Ich hoffe mal, ich kann das gleich noch annehmen. Jetzt habe ich hier gerade mal das letzte Update raus. Ne, weg war's. Schade, hätte ich gerne genommen, aber es wäre Riesenaufwand gewesen, da zwei Spiele so kurz hintereinander rauszubringen. Deshalb schweren Herzens verzichten wir halt drauf. Was soll's? Och, Scheibenkleister. Vor lauter Quatschen gar nicht gesehen, dass uns da der Bestand ausgegangen ist. Schnell 50.000 Stück pressen. Für Dragon Brothers von Ubisoft gab es nochmal knapp 600.000. So. Wir waren 45 Wochen im Verkauf, 363.000 Einheiten verkauft und haben da doch einen Gesamtgewinn, einen Gesamtumsatz von 17,82 Millionen gehabt. Davon gehen 7,19 an uns, 9,09 an den Entwickler. Aber 7,19 Millionen, das ist, ja, das passt. Nehme ich gerne. Also Gewinn, ne? Damit sind unsere Kosten für die Pressung und die Updates und so weiter und so fort, die sind da nicht mit drin. Doch, die sind da mit drin, das ist wirklich Reingewinn, den wir gemacht haben. Von daher eigentlich gar nicht schlecht. So. Von Street Combat, da hole ich mir auch mal eine Viertelmillion. Jumping Rabbit 2 ist mir zu teuer und hat eben zu geringen Gewinnanteil, deshalb tschö mit ö. Ja, da gab es noch mal was, so schnell weggeklickt, gar nicht geguckt, was denn da schönes, wofür es denn da Kohle gab. Ja, auch nicht so wichtig, Hauptsache es gab Kohle. So. Gut, die Pressung ist jetzt durch. Na, jetzt könnte ich eigentlich noch wegen Sprachpaketen gucken. Ja, da haben wir nicht viel Deutsch, Französisch, Spanisch. Haben wir mal so als on top oben drauf. Habe ich jetzt natürlich ganz vergessen. Hätte ich eigentlich schon etwas früher anfangen können mit. Ich hoffe mal, ich bekomme die ganzen Sprachen dann noch mit rein. So, AAA.
die höchste Spielegröße, die wir machen können. Die erforschen wir natürlich auch gleich mal. Und der Abverkauf geht los. Wir bringen 8600 Stück pro Woche an den Mann, beziehungsweise die Frau, das Kind, was auch immer. Who cares? So, dann drücken wir hier mal wieder ein paar Aufträge durch, gehen natürlich nicht an die Mac Games Convention. So, kommt mal hin hier mit euren Sprachupdates, dann können wir nämlich noch schnell den Auftrag zwischenquetschen. Und es geht weiter mit dem nächsten Sprachpaket. Russisch, Japanisch oder Chinesisch. Ne, wir nehmen Chinesisch erstmal. Dass die ganz sicher noch mit in das laufende Spiel kommen. Den Rest Koreanisch und Japanisch, das... oder ich weiß es nicht. Ne. Chinesisch. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich Chinesisch oder Japanisch genommen habe, aber auf jeden Fall können wir dann für die Zweitvermarktung noch mit reinpatchen. Sollte es sich nicht mehr ausgehen, dass wir das hier in den laufenden Abverkauf reinbekommen. Aber ist halb so wild. Und es läuft ganz gut. Wir bringen immer noch über 8500 Stück pro Woche an die zockfreudige Bevölkerung. Ja, das passt schon. So, noch Auftrag dazwischen. Und dann hauen wir. Ach, drei haben wir noch. Ah, okay. Japanisch, Schwedisch und Koreanisch. So. Dürfte aber noch reichen, dass die in den laufenden Abverkauf mit reinkommen. Wir sind bei Woche 16. Ja, ja, das müsste eigentlich gut reichen. Ich denke mal, wir werden hier auch so wie zwischen 38 und 45 Wochen im Verkauf bleiben. Von daher mache ich mir auch nicht allzu große Sorgen. Das dürfte wohl passen. Ja, aber ich sehe, wir müssen da nochmal was nachpressen. Jetzt, bevor uns der Bestand komplett ausgeht, nochmal 100.000 top obendrauf. Und es gab für Planets von Pandai 771.000 Planets. War das nicht das Spiel, was uns vorher angeboten wurde? Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Könnte sein. 308.000 verkaufte Einheiten. Das hätte auch unser Gewinn sein können, wenn es denn wirklich das war. Wie gesagt, ich bin mir echt nicht mehr sicher, ob das Planets war. Nun ja. Ah, und ich sehe schon, es ist schon gleich wieder eine halbe Stunde um hier. Also die Zeit vergeht einfach so wahnsinnig bei Mac Games Tycoon. Nach der Überlänge vom letzten Part will ich jetzt hier nicht nochmal so ein langes Ding, der Orbit, 750.000 knapp, nochmal so einen langen Part raushauen. Deshalb würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt genauso viel Spaß bei Mac Games Tycoon wie ich und kauft euch das Ding. Das dürfte so um 10 bis 15 Euro sein bei Steam. Es lohnt sich also. Es lohnt sich echt. Gut, über ein Abo für den Kanal würde ich mich natürlich sehr freuen. Ebenso über Daumen hoch für dieses Video. Kommentare, Lob, Kritik, Tipps, Tricks, Anliegen und so weiter und so fort gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Mad Games Tycoon. Tschüss zusammen, euer Mr. Helvetik.